Guten Morgen, guten Morgen. Heute ist Sonntag, ich habe frei und werde jetzt mal ein paar Sachen in den Keller runterbringen, die in den Keller gehören. Und dann schauen wir weiter. Ja, so ein Bild, was ich hier irgendwo hinhängen muss, aber ich habe keinen Platz mehr an der Wand. Marlies, ich habe keinen Platz mehr an der Wand. Ja, weißt du. Weißt du und lachst. So, schade. Dann kann ich es hier nicht hinhängen, dann kommt es auch rüber. Wieder da vom Bäcker. Wir haben eine Brötchenlieferung. Groß, grande. Aber runter da. Das ist ja nicht zum Spielen gedacht. Na gut, gleich gibt's Frühstück, oder was? In 5 Minuten mal gucken, wie pünktlich. Mal gucken, wie pünktlich der Kollege ist. Aua, nein, nein. Ja, meine. Meine Nase. Ja, das ist deine Nase. Deine Nase ist die, die immer läuft. Papas Nase? Ja. So ein schönes Frühstück. Ja, guck mal, haben wir gesagt, Frühstück hier, du kannst auch mitessen, kein Problem. Ja, oh. Aber alles. Oh, okay. Alles vorbereitet. Ich dachte, du kommst mit deiner Freundin sogar. Ist dich. Oh. Gerade eben angefangen, bis 11 Uhr haben wir gewartet, aber. Oh, so viele Sachen. Egal. Willst du Kaffee trinken oder so? Oh ja, das wird ja. Ja? Ich habe geschneidet. Ja, kann ich ja. Ja, nimm das, was machst du denn? Guck dir das hin. Egal, egal. Oh, du drehst auch am Sonntag, ja? Drehst du? Kamera. Ich habe auch Sonntag, ja. Also machst du auch wieder aus am Sonntag, nicht nur Arbeit. Ja, immer. Permanent. Aber ohne Ton? Nein. Mit Ton? Nein, den Ton haben wir nicht für draußen. Und wir gucken jetzt auf Fernsehen. Auf deinem Computer. Immer mit dem, ja. Ja, aber dann muss ich leider. Ja, hast du gesagt, ja. Ja. Haben Sie jeden Tag so ein Frühstück? Sogar eine große. Naja, geht, in der Woche geht nicht, aber am Sonntag. Alle zur Arbeit, Schule, ja. Kita. Leider nicht. Alle viel beschäftigt. Ja, normalerweise ist 6 Uhr wach und dann geht's schon los. Ja. Wir gucken mal. Guck mal. Du hast Stress, ne? Naja, leider muss ich ins Arbeit. Ne? Nimm deinen Kaffee mit. Ja. Geht jetzt in die Kammer? Jetzt gehen wir in die Kammer. Wir gehen in die Kammer. Nach draußen? Nein, in die Kammer. Ah, in die Kammer. Kammer des Schreckens. Ich dachte nach draußen. Wo hast du den Schieß? Was sagst du? Papa, ich bin süß. Das ist doch nett, denke ich. Nein, er ist aber total gestresst. Wie alt ist er denn? Das habe ich gar nicht gesagt. Papa, ich bin süß. Ich dachte auch 22, ja. 23 vielleicht. Papa, ich bin süß. Ich glaube 28. Ah, sehr gut. Das ist schon cool. Oh, das ging aber schneller. Blumentee. Und wie hat das gemacht? Ist das in Ordnung? Ja, es ist okay. Dafür, dass er, also ehrlich gesagt, dafür, dass er. Ja, schade, ist ja nur noch 5 Wochen da. Damit hat ihm gefallen. Ja. Aber damit hat er nicht gerechnet. Irgendwie immer. Mit? Ich hab gesagt, dann kommst du zum Frühstück vorbei. Und er, ja, hat er wahrscheinlich verstanden, er hat zur Frühstückszeit. Dann machen wir. Irgendwie hat er nicht damit gerechnet, dass er da mitessen darf oder so. Da hat er aber auch gerade einen Moment der ganz, ganz wunderbaren Idylle. Erwischt, oder? Erwischt. Den haben wir einmal im Monat. Tödlich. Tödlich eigentlich. Jetzt schafft er sie Kinder an und dann. Oh, die totale Hölle auf Erden bricht hernieder über ihn. Aber ich hab gedacht, oh nein! Er wird uns verfluchen. Sein Leben lang. Was habe ich da in Berlin erlebt? Was war denn das für eine Familie? Die heilige Familie. The Holy Family. Ja, das sind wir. Auf alle Fälle, oder? Can I please have a moment of silence? Oh. Ja. Ich wollte noch einmal Holy Family fragen, naja. Ist nicht immer so. Naja, wie auch immer. Auf alle Fälle hat er das ganz gut gemacht. Und man kann das ja mal öfter probieren. Also finde ich, ihr dürft gerne natürlich sagen, was ihr davon haltet.
Und ja, man darf natürlich nicht vergessen, dass er nie dabei ist. Ne? Du weißt nicht, genau, wenn da was passiert ist am Tag. Nein, das meine ich doch. Habe ich doch gesagt. Deswegen habe ich ja gesagt, dafür, dass er eigentlich nicht dabei ist und sich hinterher im Grunde genommen nur so da am Ton orientiert, wenn ich mal was sage, und an dem Bild, wenn er so schnell durchsetzt. Wahrscheinlich wird er zu machen, ich weiß es ja nicht. Wir haben gestern Nacht noch bis 1 Uhr oder was habe ich mit ihm besprochen, wie es funktioniert, oder halb zwei so ja. Und dann hat er sich erst rangesetzt zum Schneiden. Also er hat schon, also dafür, dass er das auch dann so spät gemacht hat und er normalerweise zu der Zeit schon schläft, wie er meint, und auch bis um 11 Uhr morgens schläft, ist das natürlich schon so eine Sache. Na, hat er gut gemacht, wahrscheinlich mit schlafenden Augen so, aber gut, ist okay. Ich muss mal fragen, wie lange er nun tatsächlich braucht und wie man das hinkriegt, dass das eine angenehme Länge hat. Ich muss es nochmal nachbearbeiten, definitiv durch diese Szene, die ich rausnehmen muss, und werde das durch vielleicht irgendeine andere Szene noch ergänzen, und dann müssen wir mal schauen. Ist sein erster Schnitt, ist alles cool, hat er gut gemacht. Und er ist netter, wa? Ja, ah, ja, das sag ich dir. Und Lumi. Guck mal die Füße an. Ja, zeig mal. Ah, bist du der Hulk? Beide Seiten. Ja, beide Seiten, ja. Aber es hat nicht ganz gereicht. Was denn? Katze hat den Boden voll gekotzt im Bart. Im Bart. Alt voll. Mediendatei. Importieren ist fein. Mediendatei. Importieren ist fein. Gut, das war's. 11 Minuten wird Teig bearbeitet jetzt. Naja, das ist natürlich wesentlich weniger. Ja, man muss sich das so umrechnen, ob sich das rentiert. Ne? Ich zahle ihm natürlich Geld dafür, dass er das macht. Das macht er ja nicht aus freien Stücken. Oder einfach so, weil wir so gut befreundet sind. Ich meine, wir kennen uns ja gar nicht. Ich habe mir gerade erst kennengelernt. Aber der hat die Sache eigentlich ganz gut gemacht und deswegen kann man das auch weitermachen. Und wie gesagt, er braucht ein bisschen Geld nebenbei. Und hat hier halt keinen Job als Dokumentarfilmer oder Videofilmer oder ich weiß ja nicht genau. Ist auch schwer, ne? In Berlin ist so sind so viele, die das machen. Das ist unglaublich. Ich meine, ich brauche jemanden tatsächlich. Und dann kriegt er halt ein bisschen Geld dafür, kriegt er ein bisschen zugeschustert. Na, ist gut. Wäre natürlich geil, wenn auch einer dabei ist, der irgendwie das wirklich regelmäßig macht und wirklich, also meine, ich kann mir hier nur eine Obolus-Zahlung quasi leisten. Wenn man irgendwann mal Geld verdient damit, ja, dann kann man das machen, dann kann man richtig sich jemanden anstellen sozusagen, dann kann das auch derjenige, der bis dahin gemacht hat, der kann dann den Job vorher haben, wenn das gut ist und das läuft alles. Na, dann kriegt das dann natürlich auch ordentlich bezahlt, dann kann man ja sogar eben fest anstellen, wenn das irgendwann läuft und sich das ja halt dadurch selbst bezahlt, also das wäre natürlich eine geile Sache. Also, würde mal freuen. Ja, da habe ich nämlich den an der Backe. Du hast quasi immer einen Kameramann dabei, der das alles filmt, so ein bisschen. Der einen begleitet. Na, vielleicht mache ich ihm mal den Vorschlag, dass er mich mal einen Tag lang begleitet. Von morgens bis abends. Dann ist er halt mal angestellt bei mir für einen Tag. Sozusagen. Das kriegt er dann natürlich dementsprechend auch vergütet, bezahlt. Das ist überhaupt kein Thema. Aber das haben halt eine Dokumentation, einen Tag im Leben. Von Fahrrad-Tommy, Schrauber-Tommy. Und als Dokumentation halt schon gemacht. Also in seinem Format, also muss ich nochmal besprechen. Oh Gott, im Kopf, ey, der ist ja gut. Was kann man doch machen, oder? So was müsste doch gut ankommen. Ja, guck ich mir den nochmal an. Ich weiß ja nicht, was ich jetzt schreiben soll. Das ist nämlich immer mein Problem, was ich habe tatsächlich. Dass ich gar nicht mehr weiß, was ich dann noch schreiben soll. Und? Hast du? Nein! Ach so. Transportables. Vehikel. Hi. Oh, cool. Papa, guck mal. Ja?
Na, Wolfgang, musst du auch nicht verstecken. Ich hab den ja nicht. Hallo. Alles gut? Ja, danke. Ja, ja. Aha. Bis später. So, Nuki, du erzählst mal, was wir jetzt gerade alle hier gemacht haben, wo wir waren, was so los war. Wir waren in der, Mama, wie heißt nochmal der Garten? Müllheide. Hasenheide. Wir waren heute in der Hasenheide, Heide, und da sind wir spazieren gegangen und dann haben wir einen Spielplatz gesehen und sind wir da, dann haben wir da gespielt. Und dann sind wir zur Kita gegangen und dann sind wir zur Kita gegangen und haben uns Eis geholt. Und jetzt gehen wir nach Hause. Und die Lumen hat sich voll gekleckert. Und Skadi hat ihr Eis aufgegessen, aber nicht ihre Waffe. Lumen hat auch ihr. Sie hat jetzt fast sich ganz voll gekleckert. Ja. Aber die. Ihr seid ja gut. Ich bin das einzige Kind, das nicht mutig ist. Die ist aber auf die Kleckert. Rundgang durch die Messi-Wohnung, ja. Also, ja, pass auf, hast du. Rundgang Nummer 1, Flur. Das ist das, was ich zeigen kann. Das ist der Flur. Das ist der Flur vorne. Das ist der Messi-Flur. Messi-Flur. Ja. Hier. Ist halt voll, ne? Bilder an der Wand und so weiter und so weiter. Ja, das war schon. Die Küche kennt ihr. Das ist mein Wohnbereich. Der Rest ist von Kindern. Kinderzimmer 1. Nichts Besonderes. Spielsachen überall. Ein Riesenbett. Das ist ein Kinderzimmer, ja. Das ist ein Kinderbett. Hat sich meine Tochter ausgesucht. Das Bett. Nicht wundern. Aber das seht ihr ja auch, wenn ihr die Vlogs guckt. Wenn ihr euch das alle angucken. Die immer unordentliche Küche. Kennt ihr ja auch schon. Ist ja immer, sieht ja immer gleich aus. Ja, also sieht mal 10 Minuten ordentlich aus und dann wieder nicht. Zeig mal schöne Bilder hier an der Wand. Was sind hier das Schönste? Das schönste Bild raussuchen, was ich habe. Das schönste Bild, was ich habe, hängt bei Anouk im Zimmer. Zeig euch. So. Eine noch nicht veröffentlichte Darstellung. Jetzt ist er veröffentlicht. Das richtig alte Bild. Und richtig schön. Jetzt stellt da Anna-Maria von Schumann bei der Zeichnung eines Aktes, vielleicht als Vorlage für eine Wachsfigur. Und die Anna-Maria von Schumann war eine der begabtesten Frauen der damaligen Zeit. Also so ein Multitalent. Ja. Und von der gibt es nur sehr wenige Kupferstiche. Und es ist das einzige Porträt, was ich von ihr gefunden habe. Aus einer frühen Zeit, obwohl sie ja noch recht jung ist. Wo sie noch diese Wachsfigurarbeiten gemacht hat. Das ist super selten, sowas natürlich zu finden auf dem Markt. Ja, genial. Sie bei der Arbeit, also in ihrem Atelier quasi. Also das ist natürlich sowas einzigartig. Aus der Zeit. 1630 bis 1635. 1630 bis 1635 entstanden das Bild. Toll. Ja, das ist toll. Das ist toll, das finde ich gut. Ist noch signiert und alles, ja. Und hier hinten drauf ist ja noch diese ganzen diverse Klebezettel aus diversen Zeiten. Das ist ein richtiger Schatz. Ja. So, das ist das, was sich so in dieser Messi-Wohnung befindet. Nutzloses, sinnloses. Ja, und das hängt hier halt im Kinderzimmer, ne? Ja, und das war's. Wenn man sagen will, dass ich was sammle. Wenn man jetzt so sagen möchte.
Dann könnte man bei mir sagen, Bilder. Kunst. Andere Sachen nicht. Interessieren mich ja nicht. Nicht so richtig. Ja, vielleicht noch Uhren. Mit Uhren kann man mich auch noch so ein bisschen kriegen. Aber ansonsten eher Bilder. Bilder sind toll. Guckt euch das doch mal an. Das ist doch was Tolles. Das ist doch ein tolles Bild. Genial. Das ist total genial. Und alles fing an mit dem Bild. Das war das erste Bild, was ich mit 11 Jahren habe ich das aus dem Schrottcontainer gezogen. Mit 11 Jahren. Damit fing alles an. Das war so der. War bestimmt nicht das erste, was ich in der Hand hatte, was ich gefunden habe, aber es war das erste Bild, wo ich dann gesagt habe, wieso schmeißt jemand so was weg? Also es würde heute auch keiner mehr wegschmeißen, aber ich meine damals, ne? Wieso schmeißt jemand so was weg? Was ist da los? Das ist doch schön, das ist doch toll. Ja, dann fing das so an. Fing das so weiter. Biedermeier-Porträts. Und die Helene Peschel hier. Oh, ja. Alles bei der großen Berliner Kunstausstellung auch ausgestellt gewesen. Die Bilder wurden immer besser, die man gekauft hat. Man hat angefangen mit dem Kaufen von Bildern, war das erste. Total langweilig. Weißt du, das erste Mal habe ich es auch noch. Das ist nicht besonders dekorativ. Und dann wurden die Bilder immer besser. Ja, und irgendwann ja, hat man dann sowas an der Wand wieder hin. Das Wort jetzt sehe ich in meine Kammer. Die Kammer kennt ihr hier auch. Das ist die Schnitterkammer quasi und gleichzeitig Wäschekammer und gleichzeitig begehbarer Kleiderschrank. Habe ich eigentlich gebaut als begehbaren Kleiderschrank? Mit Bett oben drauf. Ja, damit man da oben pennen kann. Jetzt mache ich Feierabend. 21.28 Uhr. Ich fange also schnell in den Tag hier und dann weil heute mache ich das nochmal. Ist ja nicht so viel. Ich glaube. Und morgen macht das wieder der Kollege. Also bis dann. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.